So, hallo, herzlich willkommen bei unserem Live-Talk hier. Ich bin die Patricia Denner und daneben mir ist die liebe Ina Pech. Gell? Wie spricht man das aus? Pech. Pech. Wie Pech, nur mit P, Pech. 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 Nee, Pech. Pech. Sag einfach Ina. Ina kennen wir, ich kenne Ina schon so lange, aber eben, ich habe ihren Nachnamen ehrlich gesagt noch nie ausgesprochen. Ja, ich will mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Patricia Dender und ich bin Coach und zwar für Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment und habe mit der Ina zusammen 2 Monate verbracht und wir wollen uns eigentlich hier mal unterhalten, andere inspirieren und zu sagen, was denn alles so möglich ist. Und die Ina erzählt jetzt mal von sich und von ihrer Reise. Ina, wer bist du? Ja, ich heiße Ina Maria Pech, Ina Maria Pech. Und ich habe ein bewegtes Leben hinter mir, aber ich bin Heilpraktikerin, das heißt, ich habe einige Berufe, ich bin Mutter von 3 erwachsenen Söhnen, ich bin Oma von 2 Enkeln, ich bin Kraniosakraltherapeutin, ich bin Heilpraktikerin, ich habe ein bewegtes Leben hinter mir, habe viel erlebt, habe auf vielen Ebenen gearbeitet. Und es gab immer Stop and Go und nochmal Stopp und nochmal Stopp und nochmal Stopp. Und es war ja oft sehr, sehr beschwerlich. Und was mich auszeichnet, ist, dass ich eine Stehauffrau bin. Ne? Ich stehe immer wieder auf. Ich bin ganz oft hingefallen und bin aber immer wieder aufgestanden. Das würde ich so sagen, das zeichnet mich aus. Das lässt mich hier sitzen, das lässt mich hier stehen in einer Fröhlichkeit. Ich bin eine rheinische Frohnatur. Und wenn ich oft auf mein Leben zurückblicke, insbesondere auf meine Kindheit, auf meine Kleinkindzeit, hätte ich auch versinken können in allem. Ich hätte auch wirklich in den tiefsten Tiefen ersticken können. Bin ich aber nicht. Ich bin aufgestanden. Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich habe schon viele Coachings gemacht, ich habe viele Ausbildungen gemacht und bin dann das heißt 2017 an Dr. Joe gekommen, obwohl ich ihn vorher auch schon kannte durch alle möglichen Dinge. Und der hat mich nie interessiert. Und 2017 im Juni, ich weiß es ganz genau, hat es auf einmal Klick gemacht. Ich habe den gesehen und von da an hat mich das sehr erfasst, was er so vermittelt. Und habe mir das Buch gekauft, Du bist das Placebo. Danach habe ich mir dann direkt im selben Monat im Juni ein neues Ich gekauft, habe das durchgearbeitet, habe da circa 4-6 Wochen habe ich das gemacht und dann kam meine jetzige Arbeitsstelle in mein Leben. Ich war zu der Zeit sehr am Ende. Ich war also, mein Selbstbewusstsein war mal wieder richtig auf der Erde. Ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Es war ganz furchtbar. Ich habe finanziell ganz, ganz schlecht dagestanden. Und dann habe ich mir die Bücher gekauft, habe die Meditationen gemacht. Und ich habe vom Existenzminimum gelebt zu diesem Zeitpunkt im Juli 2017. War selbstständig mit eigentlich keinen, ich bin Heilpraktikerin mit eigentlich keinen Klienten und Dr. Joe habe ich mich inspirieren lassen, was ich denn eigentlich will. Dann habe ich das erste Mal richtig klar gehabt, was ich zu dem Zeitpunkt eigentlich will. Ja, und dann kam wie von selbst diese Arbeitsstelle in mein Leben. Ich arbeite in einer Privatklinik in Bonn, in einer psychosomatischen Klinik und als Kraniosakraltherapeutin.
Und das hat zwar einige Monate gedauert, bis die mich dann tatsächlich angestellt haben. Es gab immer wieder irgendwelche Einschnitte. Es war immer, ist was passiert und dann wollten die nicht mehr. Und dann habe ich aber gedacht, das ist meine Arbeitsstelle, da will ich arbeiten. Da gab es für mich überhaupt, ich war so klar, dass das meine Arbeitsstelle ist, in diesem wunderbaren Umfeld, in dieser Fülle da, in dieser Schönheit am Rhein, also wunderbar. Naja, zum 01.01.2000 hatte ich meinen Anstellungsvertrag. Und das war ein Dabeibleiben, ein Wollen. Ich wollte dahin und das hat geklappt. Und ja, dann kam eben dieses eine Jahr 2018, wo ich erstmal ganz viele, ich habe Erfahrungen sammeln musste. Ich habe lange, lange nicht mehr im Angestelltenverhältnis gearbeitet. In einem Krankenhaus habe ich noch nie gearbeitet, obwohl ich in meinem ersten Beruf Arzthelferin bin. Das waren, ja, es sind viele Dinge auf mich eingeströmt, auch dieses regelmäßige irgendwas tun. Es hat mich ganz oft ermüdet, aber ich habe immer wieder die Kraft gehabt, weiterzumachen, weiterzumachen und ich wollte da einfach gut sein. Ich war nur unter Medizinern und das mit spirituellen Ausbildungen. Ich habe mich da wirklich so hochgearbeitet, dass ich akzeptiert werde vom knallharten Medizinern und ich die ja, Spirituelle, ne? Aber ich habe es geschafft, weil ich es wollte. Und da hat mich Dr. Joe doch sehr inspiriert. Und dann irgendwann kam, ja, es ging so eine Kurve, ich war erschöpft. Ich habe mich mal wieder selber erschöpft. Ich habe mich richtig wieder in die Erschöpfung gebracht, kann ich gut. Habe das erkannt und habe auch erkannt, dass ich anders arbeiten wollte. Ich habe erreicht, dass ich regelmäßig Geld verdiene, dass es mir wieder gut geht. Mein Selbstbewusstsein, meine Selbstachtung ist so gestiegen da. Was ich mir da selber, ich selber mir erarbeitet habe an Achtung, an Selbstachtung, an Selbstliebe, annehmen, das ist schon, finde ich mich jetzt schon sehr beeindruckend. Ja, und irgendwann kam der Punkt, es muss noch was anderes geben. Ich möchte noch weitergehen. Und habe dann wieder, ich habe also mit den Meditationen dann, habe dann etwas schleifen lassen, mal ruhen lassen und wollte weitermachen und habe dann mit Meditationen wieder angefangen. Aber es war, irgendwie hat es nicht richtig gefruchtet. Und dann war die Ausrichtung, ich brauche jemanden, der ähnlich arbeitet wie ich, der auch erkennt, wo es hakt, der mal in so eine Wunde piekt. Sowas kann ich eben sehr gut erkennen. Und da habe ich gedacht, das muss da auch jemand geben, der mir weiterhilft. Ja, und so bin ich dann an die Patricia gekommen, über Wege, die ja unergründlich sind. Ich, die absoluter Facebook-Geber und mit Technik, die ist immer, das ist immer so eine Schwierigkeit für mich. Ich habe mich einfach dran gegeben, bin an die Patricia gekommen und habe mich dann ja relativ kurz entschlossen, habe ich mir überlegt, das Coaching mit ihr zu machen. Ja, und das war mit das Beste, was mir in letzter Zeit widerfahren ist. Das war dann wirklich das Feintuning. Ich würde sagen, Patricias Arbeit hat auf mich gewirkt wie ein Feintuning. Ich weiß sehr viel durch meine eigenen Ausbildungen, bin mal wieder auch an meinen Dünkel gekommen, habe den angeschaut und konnte den gehen lassen. Und ja, Patricia hat meine Gedankengänge unterbrochen, die meine Schatten gesehen. Ne? Schatten heißen ja Schatten, weil sie hinter einem liegen, weil man es nicht sieht. Und dafür ist es halt gut, dass man jemand hat, der dann da hinguckt, wo man selber im Moment, aus welchen Gründen auch immer, nicht hingucken kann. Ja, ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben und mich wieder motivieren ließ. Es ist ganz viel passiert in der Zeit bis jetzt, muss ich sagen. Mit mir selber, mit meinem Selbstbewusstsein, das hat sich nochmal aufgewertet. Meine Kraft ist wieder eine andere geworden. Mein Blick auf meine Arbeit, auch in der Klinik, ist wieder anders geworden. Und ich wollte halt Menschen, mit denen es leicht geht. Und das war in letzter Zeit, also Ende letzten Jahres, bevor ich das wieder mit Patricia angefangen habe, anders.
Ich war sehr in der Schwere und hatte auch Patienten, mit denen es extremst schwer war, die ich mir richtig schön ausgesucht habe. Ja, und ich wollte wieder Leichtigkeit. Und jetzt habe ich wieder Menschen, mit denen es, ja, die haben klar auch ihre Themen, aber mit denen es leicht geht, die genau das brauchen, was ich geben kann. Ja, das hat sich verändert. Es hat sich, meine finanzielle Situation hat sich verändert. Es sind, Erzähl mal kurz, was du manifestiert hast. ja, das ist wirklich unglaublich. Wir haben ja da irgendwie ein Thema gehabt, oder? Mit Ja, Geld und Bezahlung. meine Mangelgedanken, ne? Und auch in finanzieller Hinsicht. Und ich habe verschiedene Ausgaben zu tätigen jetzt in 19 und ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das tun soll, aber es muss sein. Und ja, zweimal ist wirklich eine Zahlung gekommen. Die erste habe ich geahnt, dass was kommen wird, aber in der Höhe habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ich habe, wenn überhaupt, mit der Hälfte gerechnet. Und dann kam das wie aus heiterem Himmel und ich war echt baff, baff. Ja, aber und die zweite Zahlung, die dann kam, die war aber noch grandioser. Das war die gleiche Höhe. Es war die gleiche Höhe, aber die kam zu einem Zeitpunkt, Aus dem Nichts. die kam aus dem Nichts, auch aus einer Quelle, wo ich nie, nie, nie mit gerechnet habe, wo ich nie hätte was verlangen wollen. Ja, das liegt mir ganz fern, aus der Quelle irgendein Geld verlangen oder nehmen zu wollen. Und ja, ich habe es aber getan und das ist dieser Geldbetrag ist in großer Liebe mir geschenkt worden, muss ich sagen. Und ja, ich bin noch sehr berührt. Mir kommen fast die Tränen wieder, wenn ich dran denke, ja, in welcher Großherzigkeit und ja, in welcher Liebe mir das geschenkt wurde. Und ja, so konnte ich das halt auch annehmen. Und das war die pure Ausrichtung, ne? Ja, Das und sind meine. wo wir zusammenkamen im Oktober, oder? Ja. Da warst du ziemlich Genau. überzeugt davon, dass für dich finanziell, dass es nichts gibt. Nichts, Genau. was besser ist, was mehr ist. Du warst richtig frustriert, gell? Ja. Und das ist so schön. Weil wir haben ja nicht explizit daran Nein. gearbeitet. Wir haben das Nein. als Thema gehabt, wir haben es sicher auch angeschaut, wir haben auch versucht, aber wir haben im Prinzip nicht nur wegen dem Geld, sondern einfach, Nein, nein. es gehört alles zusammen. Das finde ich auch noch so wichtig zu sagen, dass es geht nicht darum, dass man unbedingt daran arbeitet, wo man jetzt so das Thema Genau. hat, sondern dass man wirklich sagt, okay, das Thema ist ein Hinweis, aber dass man dann dahinter geht und sagt, ja, was ist denn eigentlich los? Und dann fallen die anderen Sachen wieder so richtig schön, ja, in die Balance. Ja. Und also das freut mich insbesondere bei dir und noch viel mehr freut mich, dass du jetzt nach Bonn gehst zum Dr. Ja. Joe Dispenza, seinem Advanced Workshop, wo du mich wahrscheinlich umgebracht hättest, wenn ich im Oktober gesagt hätte, dass du da tatsächlich hingehst. Ja. Und du hast dich angemeldet und du gehst dorthin. Und das ist also eine so große Freude auch für mich, dass du eben das jetzt erleben darfst und auch dorthin gehen kannst mit einem ganz anderen Bewusstsein und wahrscheinlich so viel da rausholen kannst. Also wunderschön. Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich gehe da wieder aus meiner Komfortzone. Na, das ist tatsächlich so, man wächst nur, wenn man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das ist so eine Überwindung und das ist so schwer. Es ist wirklich schwer, den ersten Schritt zu machen. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, dann geht es. Und ja, da begleitet zu werden, ist halt schön, dass man diesen Schritt gehen kann. Danke, Patricia. Oh, so gerne. Ja, und ja, meine Komfortzone ist halt auch diese technischen Sachen jetzt ein Mindmovie zu erstellen. Das wäre ein Grund gewesen, da nicht dran teilzunehmen, weil mein Glaubenssatz war, ich kann das nicht.
Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich lasse mich davon jetzt nicht mehr beeindrucken. Ja? Ich probiere es einfach und es kommt, was kommt. Ja, genau. So schön. Ja. Was kannst du sagen für Leute, die das vielleicht nachher auch hören? Eben diese Rückschläge immer wieder. Oder es gibt immer wieder Rückschläge und es wird immer wieder Rückschläge geben, oder? Ja. Was ist dein Tipp jetzt aus eigener Erfahrung? Sich die Rückschläge anschauen. Das ist oft sehr, sehr schmerzhaft. Und ich hatte, nachdem wir das letzte Coaching hatten und schon eine Woche vorher, ich war sehr erschöpft, weil ich im Tun war. Ich war so im Tun. Ich war nur im Tun. Das hat mich erschöpft. Und dann bin ich einen Schritt zurückgetreten. Dann kam ja auch Weihnachten und habe mir dann ganz bewusst Ruhe gegönnt. Und das würde ich auch jedem anraten. Wenn es anfängt, erschöpfend zu werden, irgendwo am Ball bleiben, es nicht aus den Augen verlieren, aber auch mal ausruhen, wirklich ausruhen und Freude empfinden, schauen, wo die Freude ist. Ja, wir lernen und meditieren nicht um des Lernens und des Meditierens willen, sondern wir machen das, also so mache ich, sollte es, so will ich es eigentlich machen, um ein besseres Leben zu haben, um mehr Lebensfreude zu haben, mehr Leichtigkeit zu haben. Und ich habe es mal wieder so betrieben, dass es schwer war. Und wenn es schwer ist, kann nichts funktionieren. Dann ganz bewusst mal nichts tun, in die Leichtigkeit gehen. Was macht mir denn Freude? Und über die Freude, über die Leichtigkeit findet man dann auch wieder den Weg dahin. Das war für mich wichtig. Und die Themen, die kommen, also ich bin ja auch so vom Alter nicht mehr so ganz neu und habe ganz, ganz viel Lebenserfahrung und viele Dinge habe ich auch schon mal durchgemacht und auch, was ich so erfahren habe, weiß ich vom Kopf eben auch. Aber es macht einen Unterschied, ob ich was vom Kopf weiß oder ob ich es fühle. Und das habe ich jetzt in der letzten Zeit nochmal auf einer ganz anderen Ebene erfahren dürfen. Ja, und das wirklich auch durchleben. Und dann habe ich halt auch mit Patricia nochmal Dinge erarbeitet, die ich aus meinen Ausbildungen in ähnlicher Weise schon wusste, aber da nochmal, ich habe es nochmal auf einer anderen Ebene neu erfahren dürfen und habe es dann nochmal anders angewendet und bin dann halt durch verschiedene Sachen, dann so einen Seelendetox gemacht und der ganz wichtig war und habe nochmal bewusst angeguckt, was ich denke, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, so dieses Stopp sagen und achtsam sein. Ich war nochmal auf eine andere Art und Weise achtsam. Nichtsdestotrotz hat es mich wieder umgehauen und es hat mich gestern nochmal richtig umgehauen. Es hat mich letzte Woche oder vor 2 Wochen nochmal richtig umgehauen. Und zwar vor 2 Wochen bin ich mit Scham oder anderthalb, ist ja auch egal, mit Scham in Berührung gekommen. Und dass ich von meinem Kopf, mein Verstand wusste das, dass ich da ein Thema habe, aber ich hatte noch nie die Kraft, das in der Art und Weise zu fühlen. Da denke ich mal, die Kraft habe ich durch die Meditationen, die ich mache und die haben mich sehr, sehr gestärkt und ich bin so in meine Kraft gekommen, dass ich diese Scham fühlen und angucken konnte. Und ich kann euch sagen, es war echt nicht schön. Ne? Ich sitze bei mir im Badezimmer mit der Zahnbürste und putze Fugen, weil ich mich geschämt habe vor einer lieben Freundin, die mich besuchen kommen wollte. Es könnte nicht sauber sein. Mein Kopf sagt jetzt, bist du eigentlich noch ganz gescheit? Aber die Scham hat mich tatsächlich dahin getrieben. Ich habe mich für mich geschämt, für mein Leben geschämt. Ausgedrückt war es halt, dass es vielleicht bei mir nicht sauber sein könnte. Und diese Freundin hat abgesagt. Das war eigentlich so der Auslöser. Und dann diese Gedanken wurden mir dann bewusst, dass die vielleicht nicht kommt, weil ich nicht gut genug bin, weil meine Wohnung nicht schön genug ist. Weil ich
weil ich eigentlich ja ein Nichts bin. Jetzt im Vergleich, ne? Wer vergleicht, ist verliert. Und ja, wer vergleicht, der verliert. Und das hat so weh getan. Das hat so weh getan. Und ich habe diese Scham so gefühlt, wirklich auf den Knien im Badezimmer. Und ich habe geweint und habe dann aufgehört und mit Putzen und habe das mir dann angeguckt und habe mal nochmal mein Leben angeguckt im Schnelldurchgang, für was ich mich denn eigentlich schäme. Und da waren nochmal so einige Dinge, die ich nicht fühlen konnte vorher, ja, die ich wusste. Aber ich konnte sie nicht an mich ranlassen, weil sie so Schmerz, es war wirklich schmerzhaft. Und jetzt war ich stark genug. Jetzt habe ich die Kraft gehabt, diese Scham, diesen Schmerz, diese Schuld zu fühlen. Und das hat mich so bestärkt, das anzugucken und eben mit den Tools, die ich da habe, da durchzugehen, und konnte es auch jetzt ohne fremde Hilfe im Moment. Und immer der Gedanke, wer kann mir jetzt helfen, wer kann mir jetzt helfen? Ja, und dann kam so eine innere Stimme, helf dir doch mal selber, versuch es doch einfach mal selber. Und dann habe ich mich dadurch manövriert und ja, es war richtig gut. Ja, dann kam gestern noch mal was, und was eine ganz andere Ebene ist, was auch mit früher zu tun hat, was mir was gespiegelt wurde. Und auch das konnte ich noch mal auf einer richtig anderen Ebene fühlen, und das war so schmerzhaft. Ich konnte es zulassen, und das hat mich nicht umgehauen. Ja, das. Aber man muss es halt, man darf es anschauen. Es hat mich nicht umgehauen, es hat mich gestärkt, und ich mache weiter, auch wenn ich heute Morgen nicht über eine Stunde Zeit hatte zu meditieren, aber ich hatte eine halbe Stunde Zeit, und diese halbe Stunde habe ich genutzt, und ich gehe keinen Morgen aus dem Haus, bevor ich mich nicht eingenordet, ich nenne das jetzt so einnorden, ich mich nicht eingenordet habe. Das gibt mir Kraft, da kann ich meine Arbeit tun. Ich habe wirklich mit schwer psychisch kranken Menschen zu tun, und da brauche ich einfach Kraft. Und wenn ich nicht in meiner Kraft bin, dann gehe ich abends platt aus der Klinik. Dann kann ich mich wegwerfen abends. Ja, dann kann ich nur noch auf der Couch sitzen und mich brieseln lassen. Ja, und auch da, an dem Punkt hat mir auch Patricia nochmal geholfen, damals den Blick auf meine Arbeit zu verändern und wie ich anders damit umgehen kann. Das habe ich so, es war mir so nicht bewusst, und das hat mir sehr gut geholfen, weil ich kann meine Arbeit nutzen. Ich mache da ganz oft Kraniobehandlungen. Ich binde mich an und gehe ich sowieso ins Feld, aber nochmal ganz bewusst mich zu stärken. Ich mache quasi ich mache eigentlich meine Arbeit für mich während den Behandlungen. Und das war genial. Und da hat Patricia mich eben auch nochmal darauf aufmerksam gemacht, das anders anzugehen. Und das stärkt mich gerade sehr. Und ich finde es so fantastisch, wie du, also das ist so herzöffnend, wie du das alles mitteilen kannst. Und ich bin so glücklich, dass eben all diese Dinge, die in uns allen vorgehen, nicht nur in dir, also ich glaube, jeder, der das hört, der kann absolut zu sich selber sagen, ja, das kenne ich. Und es ist so wichtig, dass darüber gesprochen wird, dass diese Tabus fallen. Und ich finde es so schön, dass wir das heute machen, weil das wird anderen so viel Kraft geben, zu sagen, ja, ich gehe das an. Ich muss nicht meine Augen verschließen und wegrennen, sondern es gibt da einen Weg raus, auch wenn der hässlich ist, oder? Und diese Dinge, die einem wirklich so schmerzen und die sind eigentlich gar nicht so gefährlich, wenn man sie mal kennenlernt. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach lernt zu sagen, ja, das tut mir nichts, sondern es will einfach raus und es will ans Licht. Und jetzt kannst du auch selber damit umgehen, ohne dass du
Angst hast, dass dich das total aus dem Leben wirft, sondern du weißt, okay, wie ein Baum, oder? Ja. Kommt und dann liegt er, solange der Wind bläst, dann ist er so lange in der Schräglage, aber dann richtet er sich wieder auf und ist noch mehr verwurzelt. Und das ist etwas, glaube ich, wo die größte Angst ist, oder? An diesem Weg. Diese dunklen Momente, oder? Diese Momente, wo man denkt, oh Gott, das ist das Ende. Oder wenn ich da drin bin, das ist das Schlimmste, wie komme ich da wieder raus? Wer hilft mir? Wie du auch gesagt hast, ich brauche Hilfe. Aber wenn man mal rausgefunden hat, dass in einem all das ist und dass man sich da wirklich anbinden kann, dann wird es leichter. Oder was? Ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Und ich meine, das Leben ist wie das Leben, ne? Und das Leben will gelebt werden. Und ich habe mal vor ganz, ganz, ganz vielen Jahrzehnten gedacht, ich mache mich jetzt auf den Weg und dann mache ich mal was und dann befreie ich mich mal von verschiedenen Dingen und dann ist alles nur noch super. Ja, da bin ich dann wieder zurückgeholt worden von dem Gedanken, ja. Wir haben jeden Tag, stehen wir vor irgendwelchen Herausforderungen. Es kommt aber auch auf die Art an, wie ich das sehe, wie ich auf meine Herausforderungen schaue. Ich gehe aus dem Haus und es passieren viele Dinge und ich kann das ganz fürchterlich finden und ich kann nur darüber schimpfen und ja, der blöde Nachbar hat wieder da alles hingeschmissen und meine Güte nochmal, kann er nicht mal. Ich gehe da dran vorbei, ich sehe es, ich hebe den Dreck vielleicht auf, nehme ihn auf dem Weg mit in die Mülltonne und gut ist, was soll ich mich darüber aufregen? Ja, ist doch Quatsch. Ich glaube, so ein Punkt ist zu sehen, wenn was kommt, es anzupacken und zu verändern. Ja, und sich nicht darin zu vergraben. Es passieren auch traurige Dinge und dass man traurig sein darf und auch seinen Gefühlen folgen darf und wütend sein darf und auch mal im Selbstmitleid suhlen. Oh, was ist, ich kann das auch hervorragend, mich im Selbstmitleid suhlen. Ganz ehrlich, dann liege ich hier auf meinem Sofa und tue mir sowas von schrecklich leid. Und genieße das dann auch. Ich kann das richtig, ich kann das wirklich bis zum Exzess, bis es mir dann hier steht. Und dann sage ich so, und jetzt habe ich das mal wieder gemacht. Und jetzt ist wieder gut, ich habe da jetzt keine Lust mehr dran. Wie fühlt sich denn Leichtigkeit an? Das ist immer eigentlich ganz oft morgens so ein Leitspruch. Wo ist die Leichtigkeit? Wo geht es leicht? Sagen wir mal, 50 Jahre meines Lebens habe ich damit verbracht, zu gucken, wo ist schwer, wo ist der schwere Weg, wo kann ich nochmal richtig schön tief reingreifen, ne? Fragend gekonnt, da war ich echt der Kaiser drin und heute gehe ich aus dem Haus und denke mir, das mache ich tatsächlich, wo ist die Leichtigkeit, wo geht es leicht? Die Sachen sind, wie sie sind, aber wo ist der leichte Weg? Und das hat mich, das bringt mich irgendwie wirklich in die Freude. Ich werde morgens, wenn ich in die Klinik komme, ganz oft gefragt, wie machst du das, dass du immer strahlst? Und manchmal denke ich, ich bin eigentlich schlecht gelaunt. Wieso sagen die, ich strahle? Aber ich glaube schon einfach jedem Menschen, egal wer das ist, zu sagen, guten Morgen, irgendeinen netten Spruch oder nur zu lächeln. Ich glaube, wenn man so eine Ausrichtung hat, sowas habe ich mir so zu eigen gemacht, die Freude in mir zu fühlen, auch wenn es mir schlecht geht. Das geht. Ich hätte es nie geglaubt, dass das geht, aber das geht. Das ist eine Übungssache. Ja, auch wenn es einem eigentlich schlecht geht und man ja viele Dinge zu erledigen hat, viele Herausforderungen hat, aber so innen so ein freudiges Gefühl, das in dem Glauben, es wird gut. Egal wie es jetzt ist, es wird gut. Weißt du es jetzt? Sagen wir mal, du hast genügend Beispiele, sagen wir es mal so, bis dein Verstand endlich akzeptiert hat, ja, so ist es. Weil
Oft ist es ja so, dann sagt man, ja, ja, es wird schon gut, es wird schon gut, aber man glaubt es nicht mehr. Genau. Irgendwann mal muss es so einen Switch machen und dann weiß man es. Dann weiß man es, auch wenn es jetzt gerade noch so übel aussieht. Ja. Es wird gut. Und wenn man das, glaube ich, einmal weiß, dann weiß man das. Aber bis man das mal weiß, muss man seinen Verstand schon viel bieten und überzeugen und ihm das klar machen, dass der mit an Bord kommt. Weil das ist ja immer dieses große Problem, oder? Bis der endlich an Bord ist, bis der nicht mehr kontraproduktiv ist, das ist eigentlich das, was diese mühevolle Geschichte ist, oder? Dass man immer wieder von vorne anfangen muss, weil der Verstand einen wieder zurückgezogen hat und man denkt, hey, da war ich doch schon, wieso bin ich denn schon wieder da? Und manchmal geht es halt oft, bis es dann einfach in den Verstand auch noch klar geworden ist, okay, hier haben wir jetzt neue Wege, neue Regeln, es läuft anders. Genau, ja, da möchte ich jedem, wirklich jedem Mut machen, dran zu bleiben. Wenn man dran bleibt, funktioniert es. Egal wie es ist, an sich hinsetzen und sich anbinden auf jeder auf seine Art und Weise und die Meditationen auch machen, finde ich, also mir hilft das gerade ganz extrem. Ganz, ganz extrem. Und ich fühle die Meditation jetzt auch anders. Und würdest du auch sagen, dass du sie jetzt anders fühlst, weil du eben Platz gemacht hast? Ja. Weil du viel Zeug, Rubbish, Müll einfach abarbeiten konntest, dass du auch bereit bist, dein Herz besser zu öffnen? Auch Dr. Joe sagt immer, öffne dein Herz, oder? Ja. Auch was, wo ich vielleicht noch gerne drüber reden wollte, dieses Öffne dein Herz, das ist ja eigentlich diese Selbstliebe, diese Liebe und aber auch wieder diese Selbstliebe, die wir einfach annehmen und akzeptieren müssen. Und das können wir, glaube ich, erst dann, wenn wir eben solchen ganzen Blödsinn, der uns beschäftigt, wie Scham und Schuld und all diese Geschichten, mal ins Licht gebracht haben. Mhm. Und das ist eben das, was ich so empfinde, dass wenn wir das von uns haben wegnehmen lassen, oder weil wir keine Frequenz mehr sind zu dieser Anziehung von diesen ganzen Gedanken und Gefühlen, dass wir dann tatsächlich eben in dieses Herzoffene reinkommen können und dann auch viel tiefer in diese Meditationen kommen. Denke ich, das ist wichtig für Leute, die einfach sagen, ja, ich komme da nicht rein, oder? Da muss halt noch irgendwie, der Weg ist ein bisschen verstopft, kann man das so sagen, auch aus deiner Sicht. Ja, da ist wirklich Übung und sich nicht, sich selber zu belügen und zu sagen, ach, ich kann das nicht und das fällt mir schwer. Mir fällt es auch heute immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patricia, aber auch ganz oft schwer. Und gerade als ich da mit meinem Scham-Schuld-Thema dran war, da ist es mir richtig schwer gefallen. Und ich habe mich hingesetzt, habe das beobachtet, was da in meinem Kopf abgeht, und hab's gemacht. Ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte. Und dann macht's plopp. Dann auf einmal macht's plopp, gell? Ja. Man weiß nicht wann und es kommt so oft auf den Teller, wie es halt auf den Teller kommen muss. Ja. Und das ist halt so. Ich glaube, je mehr man das akzeptiert und desto weniger man in den Widerstand geht und einfach diese Dinge einfach kommen lässt, so wie sie halt kommen, können sie auch wieder leichter gehen. Weil dieser Widerstand und sich dagegen zu wehren und zu sagen, eben, das hast du mir auch mal gesagt, zu sagen, hey, Entschuldigung, wie alt muss ich werden und ich bin noch nicht weiter und wieso kriege ich das nicht besser hin und jetzt bin ich schon so lange dran. Oder das sind alles die Gedanken, die einem immer wieder kommen, die einen zur Verzweiflung bringen können, die man einfach relativieren muss und sagen muss, ich gebe mich jetzt dem Prozess einfach hin. Ich habe den Prozess gewählt und der geht einfach so lang, wie er geht. Und irgendwann mal wird er leichter.
Und ich bin der Meinung, der Prozess hört nicht auf, bis am letzten Tag unseres Lebens. Da bin ich also auch von überzeugt. Ja, da habe ich auch eine Erinnerung, als ich das erste Mal oder jetzt vor kurzem der, ich weiß gar nicht, wie die Medi heißt, auch von Dr. Joom, in den Moment kommen. Und ich war total erschöpft und hatte keine Lust mehr an Medi und dann muss ich wieder mir mein Potenzial denken und fühlen und ich war so im Widerstand, dieses Potenzial fühlen zu müssen, also überhaupt nicht in der Freude. Und dann kam diese Medi, weil ich mache gerade den Progressive Workshop und obwohl ich die Medi hatte, wurde die dann mitgeschickt und habe die dann gemacht und dann habe ich gedacht, ach ja, die mache ich jetzt. Ich habe mal so zwischendurch reingehört, die mache ich jetzt, da brauche ich mir nichts auszudenken und da werde ich nicht gefordert. Ich hatte keine Lust, mich selber in irgendeiner Weise zu fordern. Ich setze mich jetzt dahin und dann mache ich das einfach. Da mache ich einfach nichts. Und so dieser Gedanke, da mache ich eben einfach nichts. Ich habe mich ergeben und das war, muss ich sagen, die beste Medi, die ich in all den Jahren jetzt gemacht habe, die effektivste jetzt so vom Gefühl, wie weit ich da gekommen bin, wo ich mich da hingetragen habe, ich habe aufgegeben. Ich habe aufgegeben und habe gedacht, so, und jetzt mache ich eben einfach gar nichts. Und das war sozusagen genau das, was ich tun musste. Das ist eigentlich ein ganz super Ratschlag für die meisten Situationen, in denen man wirklich so ansteht und einfach sagt, ich weiß nicht mehr, weil das sagt ja der da oben, ich weiß nicht. Wenn man dann einfach aufgibt, dann schaltet man eben auch den Verstand aus in dem Moment und plötzlich kommt der Fluss wieder. Und wenn man das mal empfunden hat, dann weiß man, dass man gar nicht mehr so viel tun muss und auch, dass man sich nicht mehr so erschöpfen muss, weil diese Erschöpfung, die geht ja nur in die falsche Richtung. Ja. Oder dieser Aktionismus, oder? Der geht in die falsche Richtung und diese Handlung, die aus einem quasi aus einem Nichts rauskommen, die sind leicht, oder? Da ist es auch wieder so. Schwer. Ja. Leicht. Welchen Weg gehe ich? Schwer oder leicht? Und das ist eigentlich, glaube ich, auch etwas, was man sich antrainieren muss in dem Moment. Man ist so konditioniert, oder? Wenn es schwer ist, muss ich noch mehr. Mhm. Aber eigentlich ist es so, dass wenn es schwer ist, muss ich loslassen. Genau. Aber das muss man erst mal erkennen, ne? Das musst du lernen. Und das ist zum Beispiel, was ich beim Kitesurfen gelernt habe. Das ist, weißt du, wenn du so einen Lenkdrachen hast und du hältst dich dran fest. Ja. Ja, und wenn dieser Lenkdrachen plötzlich irgendwie loszieht und du ihn festhältst, dann fliegst du ins Nirvana. Du musst loslassen. Und dann fliegt er schön auf den Boden und es passiert dir nichts. Also das ist Training, oder? Weil das ist eigentlich gegen das, was wir immer tun. Wenn es nicht nach unserem Dünken läuft, halten wir fest und versuchen zu steuern und steuern gegen die Wand. Genau. Und das sich wirklich umzutrainieren, das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt haben wir schon ganz schön lang gesprochen. Jetzt wollte ich nur noch, es gibt ja viele Leute, ganz kurz, Ina, diese zwei Themen, die hast du ja auch erlebt. Einmal Gesundheit mit deiner Hüfte, wie das reinspielt und dann auch noch das Thema Business. Das ist ja auch wieder eine interessante Erfahrung gewesen für dich. Fangen wir mal mit deiner Hüfte an. Was spricht immer deine Hüfte mit dir? Die kommuniziert ja ganz stark mit dir. Ja, die ist sozusagen ein Gradmesser für mich. Die Hüfte ist ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe eine angeborene Hüftdysplasie, das heißt eine Fehlentwicklung meiner Hüfte links. Und vor 10 Jahren ungefähr habe ich erfahren, dass die rechte Hüfte genauso geschädigt ist, also auch schwer arthrotisch, schwer verändert. Und mir wurde vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass ich sehr früh, ich glaube, ich bin noch keine 50, wurde mir prognostiziert, dann habe ich eine künstliche Hüfte. Und das wollte ich aber nicht. Irgendwie war in mir was, ich will keine künstliche Hüfte. Wenn es mal irgendwann so sein soll, ja, aber nicht in jungen Jahren. Ich bin jetzt 62, ich habe immer noch keine und bin im Moment auch sehr, sehr weit davon entfernt. Wobei ich sage, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Nein, 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 nein. Ich habe es auch nicht machen müssen, obwohl es mir alle gesagt haben. Nein, nein, ja. nein.
Und also wie gesagt, die ist sehr, sehr verändert und schmerzt, hat auch teilweise ganz, ganz doll geschmerzt, aber die schmerzt dann, habe ich festgestellt, wenn in meinem Leben was auch nicht rund läuft. Und durch die Meditationen und noch nicht mal gezielt auf die Hüfte bezogen, sondern allgemein, also ich habe die Energiezentren-Medi gemacht und damit ist die sozusagen von einem Tag auf den anderen waren meine Schmerzen weg. Aber schlimme Schmerzen, gell? Ja, wirklich richtig schlimme Schmerzen. Und die sind tatsächlich von einem Tag auf den anderen weggegangen, sind dann wiedergekommen. Das hat mich aber doch sehr motiviert, weiterzumachen. Und gerade jetzt habe ich es absolut unter Kontrolle. Ich habe überhaupt keine Schmerzen, aber ich merke, wenn es anfängt, da werde ich achtsam. Ne? Dann gucke ich, was ist jetzt hier gerade, was veranstaltest du mit dir, wo kann ich wieder irgendwas verändern. Und ich bin meiner Hüfte sehr dankbar dafür, muss ich sagen. Wenn die nicht so reagieren würde, würde ich mich vielleicht mehr in Dinge rein manövrieren, wo ich viel, viel schwerer rauskomme. Ja, das Positive ist ja, du hast ja jetzt ein tolles Verhältnis mit deiner Hüfte. Ja. Eben, dass sie auf deiner Seite ist, oder? Du merkst, oh, die schaut nach mir, die sorgt sich um mich, die liebt mich, die kümmert sich um mich. Ja. Du hast wirklich da eine gute Beziehung aufgebaut und nicht irgendwie so eine, oh mein Gott, und Hilfe und Panik und es ist schlimm und das macht den Unterschied. Das macht einfach einen kompletten Unterschied was für eine Art und Weise von Beziehungen man zu solchen körperlichen Problemen hat, oder? 100%. Und genauso ist es natürlich, wenn ich jetzt ganz kurz noch das Gespräch zu dem Thema Business machen kann, ist eigentlich dasselbe. Es ist dasselbe, was du dir vorstellst. Wir hatten ja auch insbesondere bei dir das Thema, wieder in die Selbstständigkeit zu gehen. Jetzt bist du in der Teilselbstständigkeit, bist dabei, das wieder aufzubauen. Und es war für dich so ein Horror-Thema, oder? So richtig, No-Go, das kann ich nicht, bin schon mal gescheitert und so weiter. Völlig sinnlos, weil du so einen tollen Job als Angestellte machst, logisch überhaupt nicht nachzuvollziehen, wie du, sobald nur dieser Gedanke, dass es selbstständig passieren sollte, dich so in Panik versetzt hat. Das waren ja alles nur Gedanken. Es waren nur Gedanken, klar. Es waren nur Gedanken, die haben sich so in dich eingefräst, dass die dich eigentlich nicht mehr, dass die dir nicht erlaubt haben, überhaupt dran zu denken. Ne, dann habe ich auch Hüftschmerzen gekriegt und alles Mögliche. Zahnschmerzen. Alles hat rebelliert, nur schon allein bei diesen Gedanken, oder? Obwohl dieser Herzenswunsch immer da war und zu sagen, ja, ich möchte es wieder machen, ich möchte wieder meine Sachen mehr einbringen, ich möchte wieder mehr von mir zeigen und mehr von mir meinen Patienten, Klienten geben können, außer in diesem geregelten Krankenhausumfeld. Und der Wunsch war so groß und gleichzeitig war die Mauer bei dir so groß, die dich einfach nicht mal, die dir nicht mal erlaubt hat, dran zu denken. Und da gibt es ganz viele draußen, die das jetzt auch hören und später wahrscheinlich noch hören wollen. Was sagst du dazu? Was gibst du denen für einen Rat? Ich habe für mich selber gemerkt, welche Gedanken, es kommen Gedanken auf, ich bin zu müde, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, eher nicht, eher. Meins war dann immer, ich bin dann zu müde und ich sowas alles. Ja, und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, da war dann der eine Klient, den ich dann wieder hatte, der hat dann abgesagt. Das war sowas von direkt, also es passiert alles. Heute ist die Energie ist so hochschwingend, die Gedanken setzen sich sofort um. Das ist wirklich ganz, ganz interessant. Und ich habe das jetzt wieder losgelassen und
dieses ich kann das nicht, sondern ich kann. Und jetzt bin ich schon wieder von Leuten angesprochen, wo kann ich denn hinkommen, wenn ich aus der Klinik raus bin und ich möchte gerne behandelt werden und meine Mutter möchte eben auch kommen, könnte die dann auch kommen, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, sondern ich habe es einfach losgelassen und habe gedacht, ja, ich kann. Ich habe in mir den Gedanken, ich bin gerade, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit. Und dann melden sich Leute und wollen das in Aussicht stellen. Das heißt jetzt für mich, was kann ich jetzt für mich tun? Wie kann ich mein Fühlen und Denken ändern, dass die schon früher kommen? Genau. Ja, da bin ich jetzt gerade dabei, weil ich habe die Kraft dafür. Ich kann Dinge schieben, ich kann das so und so machen und ich habe für mich beschlossen, ich werde das Fenster aufmachen, wenn jetzt einer kommt. Also das Fenster aufmachen, das heißt, es kann quasi morgen einer kommen, wenn er denn möchte. Ganz egal, wie es mir geht. Ich weiß, dass es mir dann gut geht. So, und ich. Das haben wir ja noch zusammen gemacht, dass diese Möglichkeit offen ist. Das war ja auch so unglaublich, oder? Wie dieser Raum, ja, in dem du behandeln kannst, zu dir gekommen ist, wo ich dann dir noch den letzten Schubs geben durfte, dass du da endlich anrufst. Aber da war ja auch schon dein höheres Selbst oder wie man es auch nennen will, war ja schon dran, oder? Und ja. Das kam auch wieder von selber. Genau, stimmt. Den Schritt gehen. Genau, ich hatte ja gar keinen Raum, weil das hat mich ja dann auch immer davon abgehalten. Ich habe ja keinen Raum, dann kann ich auch nicht arbeiten. Aber das habe ich überwunden, ja auch dank dir, und habe das dann, und das war überhaupt kein Problem. Das hat sofort geklappt. Das war ohne Problem, hat das geklappt. Du wusstest, wer den Raum hat, wo du anrufen kannst. Das war wie lange ging das? Keine Ahnung, 10 Minuten? Ja. Also, das hat 10 Minuten, bis du diesen Raum klar gemacht hast. Das war eigentlich, war das schon alles da, oder? Das kann man sich wirklich so vorstellen. Es hat nur gewartet, bis du die Tür aufgemacht hast und es reinkommen durfte. Ja. Das hatte sich schon richtig quasi wie angestellt, in Reihe gestellt und gesagt, die will das ja, wir sind da. Hallo? Mhm. Komm doch. Ja. Und genau so. Und so geht es jetzt auch mit den Klienten, und die kommen auf die ganz gleiche Art und Weise zu dir. Und all diese Geschichten, die du halt vorher gedacht hast, ja, wie komme ich denn zu Klienten, bla bla bla, das hast du einfach mal zur Seite getan. Das hat dich gar nicht mehr interessiert. Und auch da wieder, wo dich das Problem nicht mehr interessiert hat, war Platz für die Lösung. Und die Lösung wird jetzt wachsen. Wird kommen, ja. Werden kommen, oder? Und da ist es halt wirklich so wichtig, dass man versteht, dass wenn man das Problem sieht, dass man das Problem ist. Und solange man das Problem ist, bleibt das Problem bestehen. Und erst in dem Moment, wo man das Problem zur Seite stellt und sagt, gut, jetzt bin ich die Lösung, aber nicht wissen muss, wie die Lösung passiert, dann gibt es Platz für einen nach dem anderen Schritt, dass sich die Lösung zeigt. Genau. Wichtig dabei finde ich nochmal, das habe ich früher falsch gemacht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe mir was überlegt, habe mich hingesetzt und habe gewartet, dass es kommt. So funktioniert es natürlich nicht, ne? Das möchte ich also nochmal klarstellen. Funktioniert es nicht. Man muss schon dem Universum signalisieren, dass es einem ernst ist. Das heißt, irgendwas, nicht irgendwas, aus sich heraus was tun. Und dieses aus sich heraus was tun, das kommt, wenn man in seine eigene Kraft geht. Und für mich ist in die Kraft kommen eben durch die Medis und mich mit diesen Dingen zu befassen. Warum was funktioniert. Mich mit mir da auseinanderzusetzen und befassen mit dem. Dann kommen aus mir heraus eine Idee, was ich tun kann. Und die sollte dann auch gleich umgesetzt werden. Ohne sie zu hinterfragen. Ja, genau. Die Idee nehmen und sagen, okay, das ist jetzt das, was ich tun soll, weil das fühlt sich gut an. Und nicht ins Hirn gehen und sagen, ja, aber ne. Gar nicht so weit gehen, sondern einfach sagen, fühlt sich gut an, mach ich. Genau. Und die meisten scheitern eben dann, weil sie nämlich dann, anstatt gleich zu machen,
überlegen Sie nochmal die ganzen Konsequenzen und wie und wo und was und macht es denn wirklich Sinn. Wenn du da wieder, wenn man da hingeht, dann hat man sich schon wieder ins Ausgeschossen. Hat man, genau. Das heißt, vom Gedanken bis zur Ausführung sollen maximal 48 Stunden vergehen. Das habe ich mal irgendwo gelesen, das hat man mal so untersucht, also maximal. Maximal und maximal keine irgendwie wie denn und was denn und mit wem denn, sondern einfach machen. Genau. Und was passiert schon beim Machen? Meistens passiert ja überhaupt nichts, oder? Ich meine, man hat immer Angst, dass man enttäuscht wird oder dass es dann doch nicht so klappt. Aber wer weiß das schon? Oder? Ja. Da muss man eben auch wieder aus seiner Komfortzone rausgehen und sagen, wer bin ich denn, dass ich schon alles beurteilen kann, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich es noch nicht mal probiert habe. Genau. Und wenn es sich gut anfühlt, dann ist es auf jeden Fall gut. Ja, und wenn wir das jetzt nachher noch aufnehmen, also live stellen ins YouTube und die Ina das auch noch teilt und ich noch teilt, für die Leute, die dann auch wissen möchten, wie kann ich jetzt mit dir arbeiten, kannst du da noch was erzählen, wie das klappen kann, wie kann man dich erreichen, was ist so das, was dein Herz dir sagt, was du gerne mit deiner Arbeit teilen möchtest? Wie ich das mache? Oder ich habe deine Frage jetzt gestellt. Also jetzt erstmal, du bist in der Nähe von Bonn? Achso, ja. Ich arbeite in der Nähe von Bonn. Ich habe da sehr zentral einen Raum, in dem ich arbeiten kann. Ich mache eben auch Körpertherapie. Ich mache über die Körpertherapie so eine, ja, ich nenne es immer spirituelle Psychotherapie. Das ist auch ein Coaching. Ich komme über Kranio oder über Berührung. Kommen die Menschen an Themen, die sie mit mir besprechen können. Dann kommt das Coaching ins Spiel, die sie davon abhalten, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Und das ist ganz oft eine wunderbare Synergie zwischen dem Patienten, Klienten und mir. Und die kommen da unglaublich ins Wachstum. Und ich mag gerne wirklich mit dem Menschen am Menschen arbeiten. Also wirklich so mir gegenüber oder bei mir auf der Liege oder von Angesicht zu Angesicht. Das ist so wirklich meine Herzensarbeit. Nichtsdestotrotz gebe ich auch Coachings am Telefon oder sowas. Das ist also auch möglich. Aber ich liebe es einfach, Menschen persönlich zu berühren. Ja, berühren auf allen Ebenen, das ist so meins, Berührung, Verbindung und Berühren auf allen Ebenen. Superschön. Ja. Und wir werden dann, ich werde dann noch unten ins Video reinschreiben, deine E-Mail-Adresse, aber sag's auf jeden Fall nochmal für die gleichen E-Mail an dich schreiben wollen, wenn sie das jetzt hören. Achso, ja, meine E-Mail-Adresse lautet ina.maria.pech, Pech wird geschrieben paech@gmail.com. Super. Da kann man mir eine E-Mail schreiben. Ganz toll. Jetzt würde ich auch fragen, noch ein kurz, ich habe gerade gesehen, da war Frage, ich konnte sie so schnell gerade nicht lesen, aber ich würde so auch Fragen beantworten. Genau. Ja. Und jetzt werde ich den offiziellen Teil von diesem Meeting mal beenden. Also wie gesagt, man kann auch Fragen dann per E-Mail noch schicken an die Ina oder auch an mich unter patricia@mywellfeeling.com. Und wir schließen jetzt die Aufzeichnung ab und dann können alle, die jetzt hier live dabei sind, noch ihre Fragen stellen. Kleinen Moment. Also, vielen Dank für euch zum Zuhören. Tschüss. Sag auch mal kurz Tschüss. Ja, tschüss. Danke. Ich danke euch, dass ihr da wart.